Roblox Stores mit Aberorg und zwar volles Programm heute. Wir ziehen wirklich richtig durch. Falls ihr Bock habt, stellt euch auf ein langes Video ein, holt euch was zu snacken, was zu trinken und macht es euch entspannt auf dem Bett oder vielleicht auf dem Boden mit Decke, je nachdem wie ihr Bock habt. Und lasst ein Like für das Video da. Viel Spaß, wir gehen rein, Kuss und let's go. Hey Nico Mekata, was geht, Alter? Ich hab gehört, man, heute in Dorst, es wird sehr, sehr interessant. Und habt ihr das gehört? Hey, wer ist das denn da hinten? Jungs, habt ihr das gesehen? Also... Okay, komisch. Männer, wir gehen rein. Wir sind heute anscheinend zu dritt unterwegs. Das war ja jetzt gerade was ganz Merkwürdiges. Let's go. Hey, was, wir wollen Hotelzimmer. Ich bin Denno. Hallo. Bist du der YouTuber Danny Denome? Ja, das ist richtig. Und ich habe hier eine VIP-Exklusiv-Lounge gebucht. Für mich und meine Jungs. Ist gut, aber du musst jetzt hier nicht die ganze Zeit draufdrücken. Benimm dich mal ein bisschen. Okay, also, du willst hier... Hör mal auf, drauf zu drücken. Ich drück da so viel drauf, wie ich will. Ich will jetzt mein Zimmer haben. Jetzt hör mal auf hier. Du kriegst gar kein Zimmer. Okay, ich versuch's nochmal nett. Wenn ich mein Zimmer nicht bekomme, bist du entlassen, mein Nächster. Okay. Für solche abgehobenen Leute... Habe ich ein Spezialzimmer? Wartet. Ich zeige euch das Zimmer. Ich nehme mir Jungs, den Schlüssel. Jungs, Zimmer läuft. Auf ganz entspannt. Machen gleich erstmal Session, ne? Okay, kommt mal her. Ich zeige euch mal das Hotel. So. Hier, ich führe euch mal zum Zimmer. Hä, was ist denn hier mit dem Flur passiert? Junge, was ist das denn hier? Das ist doch kein Zimmer. Ich sehe hier gar nichts, Kollege. Was ist das für ein Geräusch? Digga, hast du gefurzt oder was ist das? Nee, Kollege, was ist das hier eigentlich für ein Hotel, Jungs? Habt ihr das gehört? Das stinkt hier so auf einmal. Oder ist das... Das ist ein Monstergeräusch. Ah, das kommt hier. Das kommt doch hier aus der... Da aus der Decke. Nein. Oh Mann. Kollege, weg hier. Was gibst du uns hier für ein Hotelzimmer? Für sowas habe ich hier... Das seht ihr jetzt nicht. Ich habe hier was Unsichtbares. Für sowas habe ich hier sowas hier. Ich habe hier einen Kruzifix am Start. Und damit müssen wir jetzt die Monster jagen. Ey, du hast die Monster angelockt. Wie, was Monster angelockt? Du hast doch das Zimmer aufgeschlossen. Bring mich jetzt zum Zimmer. Du bist ein YouTuber, du hast die Monster angelockt. Die kommen nicht, wenn hier kein YouTuber ist. Okay, Kollege. Da will ich jetzt aber mal, dass du mir mal das Zimmer zeigst, wo wir hin müssen. Ja, okay. Ich geh vor, ey. Wenn okay, Monster Jungs. Kommt, ey, passt, wir müssen aufpassen, ey. Ihr müsst aber auch Monster killen. Das ist nicht nur ein Monster. Let's oh, was denn hier in der Schublade? Aha. Auch noch gar nichts los, hier. Gar nichts los. Okay, also eben, was denkst du dann, bei welcher Tür ist denn dein Zimmer? Weil wir sind jetzt bei Tür 3. Boah, ich würde mal sagen, also meine goldene Türnummer 100, definitiv. 100? Safe. Ja, 100 ist auch das beste Zimmer, Zwinker, für die besten Gäste. Aha, so ist das. Okay, also wir sollen jetzt ja einfach, dann laufen wir jetzt einfach bis Tür, also bis zur 100. Tür. Ohne Probleme. Wir laufen hier nicht einfach durch. Du hast hier gefurzt und du bist ein YouTuber. Das lockt die Monster an. Ich laufe jetzt hier, also der macht mich, also das finde ich dann mal nicht gut, wie der jetzt hier, ne? Ist das hier Geld? Das gehört nicht dem Hotel, oder? Das Geld gehört jetzt dir. Das Geld gehört jetzt dir. Also ich habe nichts gesehen, Bro. Das ist vom Laster gefallen. Ey, wer sind überhaupt deine beiden Gäste oder gehören die überhaupt zu dir? Ja, die gehören zu mir. Kennst du die Denno Army? Also die beiden sind da hochrangige Mitglieder, sag ich mal so, ne? Ey, ich hab schon viel von ihr gehört, von der Denno Army. Also, ich hab schon gehört, dass sie echt krass zusammenhalten. Da bin ich vorsichtig, weil ich bin hier ganz alleine. Ich hab niemanden aus dem Team Aborg dabei. Die wollten mich alle nicht bei der Arbeit besuchen. Kein Problem. Ich sag mal so, du bist ein echt korrekter Typ. Du gehörst zur Familie. Also, ich hoffe, dass wir jetzt hier ohne Probleme durchkommen. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken, wo diese Monstergeräusche herkommen. Ja, auf jeden Fall. Also, Denno Army und Team Aborg gehören zusammen. So. Okay, du gehst sogar vor. Krass. Das ist mein Hotel. Ich muss hier durchführen. Also. Ah ja, wir haben ja noch ein paar Türen vor uns, Kollege, ne? Ja, warum suchst du das Zimmer? Ey, ich wollte dir das Zimmer geben. Genau hier wollte ich hin. Ja, ich wollte das Zimmer nehmen. Aber warte mal, da passen ja... Okay, hier einer auf der Couch, zwei auf dem... Ja, wäre schwierig geworden, ne? Warte mal. Ja, hallo? Oh, was ist das denn? Ihr sind ja Bettwanzen, Kollege! Ich hab doch gesagt, du bekommst das gute Zimmer. Oh nee, ey, Gott sei Dank nicht. Okay, Jungs. Ihr wisst ja, wie es läuft. Also, wenn jetzt Gefahren kommen... Wir müssen uns ein bisschen besprechen. Ja. Ihr beide Jungs, ihr geht auf die linke Seite
Und ich behalte den Aborg immer schön im Auge und bleib mit ihm auf der rechten Seite. Ist das cool? Yes. Okay, machen wir. Dann gehen wir vor. Ich habe übrigens noch einen Zaubertrick. Ich kann mich wiederbeleben. Let's go, Freunde. Aha. Fresh. Hat jemand auf die Tür geachtet? Oh. Ja, du hast schon wieder gefurzt. Hör mal auf. Nee. Ich rieche hier richtig. Oh Mann, ich dachte, hier ist Loot. Ach, schade. Ist da kein Loot? Oh Mann. Aber, was hast du das gehört? War da ein Monster? Ich hab was klopfen wir, hören, wir aber sonst nicht. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier auf Monsterjagd, Bro. Okay. Ja. Oh, oh. Sag mal, habt ihr keinen Strom in dem Hotel oder was? Was ist das denn? Nee, wir haben kaum Gäste. Das heißt, wir können die Rechnung nicht bezahlen. Zwei Darkrooms? Interessant. Oh, da, ja, okay. Nee, einer. Ja, bei den Räumen ist das leider immer so ein bisschen so. Wir haben hier ein paar Schwierigkeiten. Wir, bei uns gehen manchmal die Schalter einfach so runter und dann müssen wir die wieder entsperren. Es tut uns leid. Deswegen zeigen wir auch immer nur die ersten Räume. Also mit den Gästen gehen wir immer nur zu den ersten Black, Räumen. Black, Digga, Black, da ist eine Kerze. Nimm die. Black. Das ist eine Kerze hier. Black, nimm die Kerze mit. Okay. Okay, so. Geh mal vor, Black. Du hast die Kerze, wenn da wieder Licht aus ist. Oh. Let's Jungs! Go, in die Schränke! Hat jeder einen Schrank? Hier vorne jawohl, ist einer frei. Ja. Schnell rein da. Was war das denn? Nein. Ey. Kollege, Dennis, was ist das hier für ein Hotel? Ey, die waren vorher nicht. Die waren zwar schon mal ein paar Mal hier, aber die kommen immer nur, wenn furzende Gäste da sind. Gottes Willen. Die werden angezogen von Füßen. Oh. Also die Türnummer, ist die hier schon immer abgekratzt gewesen? Nein. Ich frag nur für einen Freund. Nein, das ist. Dann ist hier ein Monster in der Nähe. Okay, Moment. White, McCarter, du suchst die Tür aus, okay? Welche Tür okay. Nimmst du, Brudi? Jetzt liegt's an dir. Krass. McCarter, was ist denn in der anderen Tür? Soll ich mal nachgucken? Ja, klar, guck mal nach. Soll ich das Kruzifix, soll ich reingehen mit Kruzifix? Ich mach's. Ja, mach, da kann ja nichts passieren, oder? Falls da ein Monster ist, hauen wir den einen rein, Bro. So, let's go, Freunde. Let's go, ich geh rein. Ha! Wo? Oh. Nein. Junge, was passiert da denn? Nein, Alter! Nein. Digga. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Hast du gerade einen Dämon erledigt? Junge, nice. Ja, ey, wir haben das erste Monster erledigt. Oh mein Gott. Jawoll, Alter! Dupe ist aus dem Game, einfach, Leute! Wir haben einfach das erste Monster erledigt. Let's go, Freunde. Okay, was sind das hier für Tabletten? Wow, ich bin auf einmal so schnell, Mann! Hä? Hier ist alles dunkel! Yo. Oh Gott, ich muss erstmal wieder zu mir kommen. Oh, Leute, ich weiß nicht, wo es hingegangen ist. Huh? Hey, warte mal! Wer macht die Truhe jetzt hier auf? Huh? Ich mach die auf. Let's go. Digga, wie denn? Da ist ein Dietrich drin. Chillig, Digga. Sehr, sehr nice. Okay, let's go. So, also wir brauchen dann nun schon echt schon ein bisschen, bis wir hier durch, also bis Tür 100 sind. Ich würde sagen, Leute, wir beeilen uns gleich mal ein bisschen, oder was? Ja, das Hotel ist groß. Vielleicht sollten wir das Hotel umbauen und es klein machen, dann ist das auch, können wir uns auch darum kümmern. Dann sieht das nicht so verlassen aus. Oh, warte mal, hier sind Batterien, die nehmen wir mal mit. Was ist das hier? Okay. Ja, ich würde sagen, also, dann kommt, Jungs, machen wir mal also Schnellgas, ja, oder? Ja, ich hatte auch letztens einen Gast, das habe ich jetzt verheimlicht, ehrlich gesagt. Der war ein bisschen gemein. Der hieß Figur oder irgendwas mit F hieß der. Der hat sich irgendwo im Hotel versteckt. Das war ein Schläger. Ich hoffe, dass wir den nicht wieder treffen. Figur? Was ist das denn für ein blöder Name? Pff. Ja, ich weiß auch nicht, so hat er sich vorgestellt. Der war auch ziemlich aggressiv, aber ich glaube, der konnte nichts sehen. Hey, Kollege, es braucht ihr immer so lange oder was? Wo seid ihr denn? Die Tür ist doch schon offen. Ja, sorry, ich hab leider keinen Generalschlüssel, auch wenn das mein Hotel ist. Ich bin nicht so gut, Bro. Ey, wir sind schon bei 21. Wir sind gleich bei deinem Zimmer. Junge. Also der Strom dir aber hier, ehrlich, Katastrophe. Zimmer 200 ist schon so ein bisschen rustikal. Oh, rustikal, mein Gott. Sagst du? Hä? Alter, hier war gerade ein Monster. Hier war gerade ein Monster bei mir, oh mein Gott. Das war so ein Psst, hat das Monster gemacht. Hast du wieder gefurzt? Ich war das nicht. Ich sag dir, die Monster... Oh. Jungs, schnell. Oh. Jungs, schnell! Kommt in den verdammten Raum! Let's go. Also ich glaube, du hast wieder gefurzt. Da war gerade dieses Psst-Geräusch und jetzt kommt wieder ein Monster. Junge. Team-Check kurz im Room hier mal. Was, okay. Wo ist der vierte? Er kommt, da hinten ist Licht. Oh, Gottes Willen, meine Güte nochmal. Es tut mir leid, das Hotel ist manchmal ein bisschen wild. Aber auch der Hotelbesitzer, das kaufe ich dem nicht ab. Jungs, kommt mal kurz her. Also, ey, ich dachte, ich wir weiß ganz nicht, zusammen, Mann, aber ich sag euch, der Typ, der ist komisch. Der ist ganz komisch, seid ihr da auch meiner Meinung? Okay,
Wir behalten den mal ganz toll im Auge. Was habt ihr da erzählt? Dein Hotel ist richtig nice, Mann. Uns gefällt das. Okay, also wir gehören ja auch jetzt zusammen. Was ist denn? Wir haben manchmal Stromausfälle, alles gut. Ach so, und was sind das für Augen an der Wand? Das sind Überwachungskameras, das sind keine Augen. Boah, das sind Kameras. Ganz komisch hier alles, ganz, ganz komisch. Ja, das ist alles Bio. Alles Bio. Oh, nice, ist ein geiler Schreibtisch. Da sind Tabletten, Jungs. Geht auf meinen Nacken. Ah, so einer bist du. Du drehst hier irgendwelchen Leuten Tabletten an. Nee, das stimmt doch gar nicht. Das sind gute Tabletten. Das sind die ganz guten, weißt du? Ah, okay. So ein Ding ist das. Okay, ich glaube, du hast auch Dreck am Stecken. Habe ich auch gesagt. Du hast Dreck am Stecken. Ha! Hey! Nein! Was hast du gemacht? Was war das gerade? Was hab ich gemacht? Das ist doch dein Hotelkollege! Hier war alles in Ordnung, bevor du gekommen bist. Ich habe hier ein ganz ungutes Gefühl. Aber wenigstens, ich sag wie es ist, das hier sieht eigentlich ganz schön aus. Ja, auf jeden Fall. Hier kann nichts passieren. Was ist, Was hast du gemacht? Hallo? Was hast du gemacht? Was ist das denn für ein Kollege? Hey! Hey, geh weg da! Nein! Was ist er denn für einer? Okay, kein Problem. Jungs, durchziehen. Gott. Let's go. Ich geh links lang. Oh mein Gott. Ich geh geradeaus muss ich gehen. Okay. Das sieht gut aus. Oh. Alter, was hast du da gemacht? Wer ist das denn? Bevor ihr hier wart, war alles in Ordnung. Mach die Tür zu, Mann, mach die Tür zu! Oh. Bro, was ist das immer noch dein Hotel? Digga, bevor ihr hier wart, war das nicht so. Das war zwar ein schäbiges Hotel. Seid ihr Killer? Digga, ihr seid Killer. Ihr seid Killer. Ich laufe jetzt alleine weiter. Okay, ja, viel Spaß. Dann lauf mal. Welche Tür nimmst du denn? Ich nehme die Tür. Verdammt, der hat mitgezählt. Ich hab sogar noch Glück gehabt. Let's go. Ey, ich hab fast nur ein halbes Leben. Das hat echt wehgetan. Oh ja, Mann. Und vor allem werden dann auch plötzlich auf ganz wundersame Weise deine Sachen verschwunden. Ja, ganz komisch. Ey, wir sind schon bei Tür 40. Nice. Ja, wir kommen jetzt, glaube ich, ganz gut voran. Also der Sprint eben, muss ich sagen. Oh, cooler Room. Das ist auf jeden Fall auch ganz nett hier. Das ist unsere Bibliothek. Ah, nee, wir haben gleich noch eine andere Bibliothek hier. Aber ich will nicht wissen, was dein... Ja, ich will nicht wissen, was dein Killertrupp hier gemacht hat. Ein Killertrupp? Ich hab das Hotel noch nie gesehen. Oh, was ist das für ein schönes Bild? Nicht die Bilder klauen, ne? Nicht die Bilder klauen. Hängt die wieder richtig auf? Jetzt hier ist eine Batterie. Braucht die jemand? Ja, guck mal. Let's go, ich überspringe mit. Warte! Hey Jungs, wir packen die Bilder ein! Digga, schnappt euch alle Bilder! Let's go! Let's go. Was? Und was machen wir damit jetzt? Die lassen wir gleich alle auf wundersame Weise fallen. Du wirst merken, wann. Ich hab meinen schon fallen gelassen. Pass auf, dass jetzt nicht runterfällt. Okay, Leute. Ah, verdammt. Leute! Ich hab's gesagt, pass auf! Oh Mann. Das Bild ist weg. Ich wollte es gerade der Community verkaufen, aber tut mir leid. Tut mir leid, geht leider nicht. Ja, also wir lassen uns hier nicht beklauen vom Hotel. Ich wollte dich anstiften und ich habe gesehen, wie du tickst. Bei der kleinsten Anstiftung fängst du an zu klauen. Ja, aber das war ja mein Bild. Ich habe das ja selber gemalt, weißt du? Ja, stimmt. Okay. Hat man gesehen. Ja, ich habe das ja im Hotel auch verkauft vor einigen Monaten. Oh, Jungs. Vorsicht. Let's go. Was ist das? Rein. Was ist das? Ich geh rein. Was war das? Das Licht hier schon wieder. Was macht der? Macht das doch alles kaputt. Der war aber nicht da, bevor... Oh mein Gott, habt ihr auf die Zahl geachtet? Nein. Hier ist ein Schild runtergefallen. Das ist die falsche Tür. Wir gehen hier durch. 47. Okay, let's go, Freunde. Hey, wir sind bei Tür 47. Gleich haben wir die Hälfte geschafft, Freunde. Hast du eine Idee? Also, du kennst jetzt ja schon ein paar Monster. Ich bin der Einzige, der hier ein Monster erledigt hat. Du steckst ihn mit im Boot. Ne? Also, passt mal auf. Ich hab gehört, dass hier... Oh. Hä? Die Tür geht gar nicht. Okay. Also ich habe gehört, dass hier im Hotel sogar ein richtig geiler Laden ist. Den wollte ich auf jeden Fall auch nochmal besuchen. Der soll irgendwie, weiß nicht, 51 oder so war das? Ja, aber vorher müssen wir noch durch die Bibliothek. Und ich habe dir vorhin ja schon von meinem Gast, also wir haben ja einen Gast, also du bist der zweite Gast hier. Wie gesagt, wir sind nicht so beliebt. Aber der Gast, der ist echt richtig asozial, also sage ich ganz ehrlich. Junge, was ist denn da hinter der Tür? Ja. Hast du da Krokodile gebunkert? Das ist mein kleiner Bruder, der ist ein bisschen verrückt. Also, ich habe zwar vorhin gesagt, ich würde ihn nicht kennen, aber das ist mein kleiner Bruder. Das ist so ein Sonderling in der Familie. Das ist Hallo? Familie.
Hey, aber Ox, deiner Bruder. Der braucht auch ein Zuhause. Digga! Du darfst ihn nicht provozieren, ne? Der ist blind, aber du darfst ihn nicht provozieren. Warte mal, du sagst, das ist dein kleiner Bruder? Ja, der ist ja mindestens doppelt so hässlich wie du! Ja, er heißt Fabian, aber wir nennen ihn immer Ficker. Okay, okay, Jungs, Fabian, ihr habt eine geile Idee. Also, White und Black, ihr geht auf die linke Seite, geht mal durch, was ihr da findet. Wir gehen auf rechts, okay? Okay, alright, Jungs, wir treffen uns oben. Ich gehe aber nach hinten. Ich trick's Fabian nochmal aus. Okay, Fabian ist bei mir. Ich bin auf der Innenseite, von der rechten Seite. Fabian ist nämlich so, der ist zwar ein bisschen so ein Sonderling, aber der macht da auch ein Spiel raus. Wir müssen jetzt Bücher sammeln, Freunde. Bücher sammeln? Ja, der ist irgendwie Rätselspaß. Der guckt jeden Tag ARD und ZDF, jede Rätselsendung. Let's go. Hey, du hast schon 3 Bücher. Krass. Viertes, Bro. Digga, wie schnell wir sind. 1 noch. Hat schon jemand den Zettel? Digga, einer rennt hier einfach lang. Hast du hier rechts? Also, Dreistigkeit in Person, sag ich mal. Okay. Ich bin dafür, dass aber auch gleich den Code in dieses Schloss hier eingibt. Jo, wir brauchen aber noch ein Buch. Wir haben insgesamt 8 Bücher. Okay, hier ist kein Buch mehr. Nicht zwangsläufig. Zeig mal den Plan, Jungs. Mach mal auf da. Danny, du musst ein bisschen mit mir raufgucken. Also, ich glaube, die erste Zahl ist 2-0. Oh, ich sehe gar nichts mehr. 2-0-0-8-3. Okay, aber Fabian ist hier. Fabian mag das gar nicht, wenn man das Schloss bedient. Wir müssen kurz warten, bis Fabian weg ist. Und der mag gerne Fürze. Also, bitte halte ich kurz zurück. So. Fabian, Digga, der Furzen. Sag ihm einer, red nicht lange. Ich will hier raus. Oh mein Gott, einer hat den Code eingegeben. Oh mein Gott, ich war gerade dabei, den Code einzugeben. Oh mein Gott. Ja, Gauner. Let's go. Ah, der Shop. So, nice, jetzt Mann, Kruzifix. Yes, damit können wir noch ein Monster erledigen. Let's go. Ich hab gehört, dass hier noch mehr Augen im Spiel sind. Sollte ich hier also irgendwas sehen mit richtig vielen Augen? Zick, weg. Ey, ich hab einen Schlüssel gefunden. Der Schlüssel kommt mir nicht bekannt vor. Warte mal, Skeleton Bob. Kennst du den Schlüssel? Ja, alles klar. Skeleton Bob hat nichts gesagt. Ich hab mich schon gewundert, wo der Hotelgast bleibt, Digga. Der ist einfach los. Sorry, es tut mir leid, dass er gestorben ist. Sein Hotelgast. Leute, Hashtag Skeleton Bob in die Kommentare rein. Wenn ihr den Hotelgast, wenn es auch schade findet, dass er einfach tot ist. Okay, lass uns weiter. Direkt los, oder? Okay, Danny, du weißt. Du hast jetzt einen Kruzifix, das heißt, du bist hier der Held. Also, erstmal. Oh. Erstmal Jungs, wir müssen uns beeilen. Jetzt in den Schrank verstecken. Okay, wir warten. Oh mein Gott, ich sehe was. Da kommt jemand. Oh mein Gott, ich war in der letzten Millisekunde im Schrank. Oh mein Gott. Oh mein ja, Gott, okay. Dass wir aber auch immer noch zu viert am Leben sind. Also, ich finde, wir sind ein gutes Team, Jungs. Mittlerweile geht das hier, glaube ich, sogar richtig stabil. Okay, also, wir müssen noch einen Schlüssel suchen. Hab einen. Let's go. Für 57. So. Oh. War das? Lichter flackern. War das Gewitter? Nein, Lichter flackern hier vorne. Das Licht. Was bedeutet das? Manchmal ist das Fake-Flackern wie ein Gewitter. Manchmal flackert das auch einfach nur so. Dann kommt kein Monster. Krasser Regen, ey. Wir sind doch vorhin angekommen, Jungs. Da war hier Sonnenschein. Ganz merkwürdig. Okay, wir müssen. Flackerndes Licht. Aber alles gut. Okay, du gehst rechts lang, ich gehe links lang. Okay, du nimmst Black mit, ich gehe mit White. Wir müssen jetzt hier nach einem Schalter suchen. Oh mein Gott, es ist alles dunkel. Es tut mir leid. Mikata, Mann. Ja, ganz schwierig hier. Mikata, hast du schon was gefunden? Oh, nee, doch nicht. Verdammt, ey. Feuerzeug ist auch RIP. Was ist denn das hier? So, ich kriege jetzt unter durch. Auf unserer Seite habe ich es nicht gefunden. Ja, Schalter war hier. Schalter war hier. Haben schon aktiviert. Okay, so. Ich mach mal die Tür auf, damit wir ein bisschen Licht haben. Warum sind hier eigentlich so viele Schränke, ey? Sehr crazy. Weiß ich auch nicht. Also in diesen Gegenden vom Hotel war ich noch nie. Ich habe mir nur sagen lassen, dass Tür 100 richtig grausam ist. Grausam? Okay, Jungs. Ja, also, dahin. Wir schlafen da definitiv nicht heute, aber oh. Was war das? Kann ich noch nicht sagen. Okay, weiter geht's. Also, Männer, wenn wir Eis... In den Schrank. Ich bin tot. Nein. Oh mein Gott. Okay, Jungs, ich bin draufgegangen. Ich habe mal kurz Inventar getauscht mit Abaok. Wir haben völlig reingeschissen, also muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt den Skeleton Key. Das ist zwar ganz cool, aber alles in allem. Ja, mies. Aber ey, Freunde, bleibt auf jeden Fall dran. Man kann den Kruzifix nämlich auch in den Räumen finden. Der hängt nämlich an den Wänden. Und wir sind direkt weiter in den nächsten Spezialraum. Hier gibt es nämlich, hier kannst du direkt den Schlüssel einsetzen. Ich wusste gar nicht, dass Seeks Augen hier auch irgendwie
spawnen können, weil die sind da an der Wand. Ja, das ist manchmal kommt Sieg dann auch recht früh, ja, okay. Hier habe ich schon mal den Totenkopfschlüssel sogar gefunden in diesem Raum und eine Kerze. Also ein Kruzifix kann auch immer an der Wand hängen. Okay, Leute, jetzt nehmen wir die Bilder aber mal wirklich mit. Und ich habe schon eine geile Idee. Freunde, Hashtag Bild in die Kommentare, wenn ihr auch ein Bild von mir kaufen wollt. Ich würde sagen, welches nehme ich? Ich nehme euch das Galaxy-Bild da vorne mit. Das rechteckige. Ich will den Top-Hat haben. Leute, wer bietet mehr? Hashtag Bild plus eure Summe. Wie viel Robux haut ihr raus für dieses geile Bild hier? Und Autogramm von mir. Oh, Autogramm. Nice. So. Ey, so ein Autogramm hätte ich auch gerne. Du spinnst doch. Wie kommt man an ein Autogramm von dir? Gar nicht, natürlich. Gar nicht? Ey. Nee. Aber du kriegst jetzt ein Autogramm von Sieg, mein Bester. Der will dir das direkt geben. Du kannst aber zu ihm hingehen. Nein, Junge. Du kannst zu ihm hingehen. So. Ich habe so viele Tabletten, Mann. Let's go. Speedmodus, Leute. Echt? Ich habe gar keine Tabletten. Ich habe ja auch deine alle genommen. Ja, aber ich habe dafür deinen Loot bekommen. Also das war wenigstens ein Deal. Oh mein Gott, Sieg ist, glaube ich, richtig nah hinter mir. Nein. Let's go, Freunde. Auf chillig. Und durch. Tschüss. Wie er einfach aussieht, da läuft so ganz komisch. Ich habe kein Licht mehr. Ich habe das gerade bei der Suche verwendet. Leute, wir haben hier nach dem Kruzifix gesucht. Hier. Jo, neue Tür. Der ist alles dunkel immer noch. Wir können hier gar nichts mehr suchen ohne Batterie. Wir finden schon eine Batterie. Aber jetzt sind die Risse. Oh. Oh nein. Nein, das ist... Halt, ne? Oder wie heißt der? Halt. Ja. Glaube ich. Was? Oh, nicht Halt. Halt, ey. Weißt du, wie man den besiegt? Ja. Okay. Ja. Ich hoffe, du auch. Ja. Ich hatte da... Oh Mann, das Kruzifix ist so cool gewesen hier. Ja, ich habe das hier sogar schon mal benutzt. Das ist einfach nur mega nice. Let's go. Aber wir finden gleich noch einen Kruzifix. Wenn man Pech hat, muss man auch gleich viel Glück haben, Freunde. Ich bin durch. Okay, perfekt. Sehr gut. Hä? Warte mal. Hä, was hast du denn in deiner Hand? White! Nein! Verdammt nochmal! Wir wollten doch hier einfach nur einen entspannten Abend haben. Jetzt ist er tot. Ey, was hast du gemacht? Du hast schon wieder gefurzt, oder? Ich schau dir gleich mit der Taschenlampe richtig eine rein. Bleib mal stehen. Das riecht nicht gut. Das riecht aber nicht gut. Ich hab mich auch gerade eingeschissen, als Holt kam. Das riecht sass, Bro. Das riecht sass. Halt dich mal zurück. Ja, Leute, also Mekata ist jetzt auf jeden Fall tot. Ich würde sagen, also dafür müsst ihr ein dickes F für Mekata straight in die Kommentare schreiben. Der ist auf jeden Fall raus. Schade. Aber ich glaube, jetzt wird das Game auch hart. Da war gerade eine Batterie, Digga. Du hast doch deine Taschenlampe, läuft doch. Gönn doch, Bro. Oh. Wo war die Batterie? Ja, die hat Blackie direkt eingesaugt. So, ich habe jetzt ein Feuerzeug, Bruder. Komm mit. Oh, Junge, das wird echt sehr, sehr eng. Okay. Das wird Kopfschmerzerei gleich. Oh. Wir haben wahrscheinlich gleich wieder Besuch. Rein, glaube ich. Passt. Digga, ich musste raus. Mist, ich hatte... Ah, Mann! Nein! Mann, was war's? Ach, komm schon. Nein. Du lebst noch. Nein. Och, Digi, jetzt müssen wir hier alleine durchgehen. Alter, no way. Das war so ein bitteres Ende. Ihr seid Killer. Ihr seid in das Hotel reingekommen, um mich abzumurksen. Seid ehrlich, das war euer Plan. Also ich habe das bisschen ein Gefühl, dass du ein Noob bist, mein Freund. Ihr wolltet meinen Bruder Fabian erledigen und mich. Seid ehrlich. Nee. Oh. Okay, jetzt muss ich mal... Nein! Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Alright, Tür 90. Wir sind jetzt anscheinend im Gewächshaus. Ganz komisch, Bro. Wir gehen immer zwei Stufen also zwei Türen durch. Oh. Pass auf. Rein. Das ist Eis! Oh Gott! Das ist Eis! Ach, Mann, ey. La. Das wäre länger reinguckt, Keule. Nein, war ein Witz. Ey, ihr wart Killer. Sei ehrlich, das war von Anfang an deine Idee, mich zu killen. Also eigentlich war von Anfang an meine Idee, Monster hier rauszuholen. Aber anscheinend hat das nicht so ganz geklappt. Komm, rein. Jetzt kommt er kommt. Nein! Er hat es nicht rechtzeitig. Oder? Oh, Junge, wild. Stabil. Irgendwo ist Sieg.
Typ, oder? Die Tür ist direkt hinter Eis. Ich bleib hier am Schrank. Das ist so der eklige Point hier. Man muss sich richtig arg konzentrieren. Oh nein. Ich bin tot. Komm, Monster, komm, Monster. Nein! Ich bin in die Falle gelaufen. Du hast dich geblitzt, du hast gefurzt. Ey, nein, das kann nicht sein. Nein. Aber Bro, was hast du noch anderes erwartet? Das war ja irgendwie schon klar, dass wir es nicht zum Ende schaffen können, wenn wir das erste Mal zusammen aufnehmen. Auf jeden Fall die besten Doors-Profis Deutschlands. Let's go. So, ich kaufe mir alles. Hey, Bro. Ach, Gott sei Dank. Digga, das Kaufmenü war ganz kurz nicht da. Ich hatte ein bisschen Schiss. Oh Mann. Ja. Okay, hier. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Danny. Okay. Also ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt. Als verifiziertes Roblox-Mitglied musst du auf jeden Fall den Schlüssel benutzen. Okay. Also du weißt schon, wie das Ganze funktioniert. Nein, wir sind ja Pros hier. Let's go. Also, Schlüssel Nummer 1, aber du nimmst dann den nächsten Schlüssel, okay? Ja, aber warte kurz. Ich habe hier was Interessantes. Chat, soll ich die rausnehmen? Soll ich es ihm zeigen? Ich habe hier ein antikes Relikt aus dem letzten Doors Run mitgenommen, weil einer draufgegangen ist, habe ich das Ding noch in den Riss reingepackt und bin dann aber gestorben. Krass, ich zeig's ihm. Er wird nicht drauf klarkommen. Oha! Oh mein Gott! Bro, ich habe die grüne Lampe dabei. Die grüne aus den A-Rooms. Alter, oh mein Gott, bist du Tür 200 gelaufen oder was? Alter, safe, Digga, safe, aber direkt. Über drei. Mit der Lampe wird's heute richtig wild. Ich sagte, wir werden easy das Game jetzt durchspielen. Ey, aber jetzt habe ich Angst, wenn wir verlieren. Digga, wenn wir verlieren. Es ist ne... Okay, warte kurz. Nein, der Riss ist weg. Oh, du kannst es nicht wieder reinlegen. Okay, jetzt müssen wir durchziehen. Ey, wir sind schon bei Tür 5, ey. Ja, let's go. Jetzt, ich würde sagen, wir sparen so beide bis 250 Gold oder was? Ziehen ein bisschen, gerade den Anfang können wir eigentlich relativ schnell spielen, oder? Bist du dabei? Ja, easy. So, wir können uns ja auch ein bisschen absprechen, wer am meisten Gold hat, dann holt derjenige sich dann... Also wenn einer von uns dann bei 200 ist und der andere bei 100 Gold, dann macht der andere die 200 noch. Hier ist eine Kerze, Bro. Du bist eine Kerze. Nimm mit. Okay, let's go. Das ist worth. Okay. Aber Danny, die spare ich bis Tür 90 auf, okay? Weil dann kann man merken, wenn Monster kommen. Ah, der, guck mal, ne? Richtiger Profi ist er. Plötzlich fängt der Schwitzermodus aus. Du bist ein Profi. Ey, wenn die Leute das Video sehen, sehen die doch, dass du ja Profi bist. Oh Gott. Was war denn der da direkt vor der Tür? Was ist denn das da für einer? Junge, wer hat ihn da hingelegt, Chat? Wer war das von euch? Sag ehrlich, wer hat das gemacht? Der ist ja immer noch da. Hast du gefurzt? Ja, kommen wir nicht so wieder, ne? Wollen wir ein paar Bilder klauen? Ich würde sagen, wir könnten dem Chat mal ein paar Bilder verkaufen, oder? Ja, easy. Ich habe dir das ja ein bisschen gezeigt. Also ich habe Denomé in das Bilder-Business reingezogen. So, okay, Chat. Wer will das Bild kaufen? Wie viel bietet ihr? Schreibt in den Chat rein. Wer will die Bilder haben? Welches ist das? Meins ist besser. Ich hab das mit dem Top-Hat. Du hast das Galaxy-Bild, ne? Safe, ey, du hast ja nur so einen stinkenden Hut, Mann. Für den, ey, für ich den hab braucht den man Hut, nichts bezahlen. Ich hab den Hut auch in Roblox, ne? Den haben nur YouTube-Partner, Leute. Ich kann den gleich anziehen. Den haben nur 200 Leute auf der Welt. Du lügst doch. Ja, hab ich echt. Du lügst doch. Hab ich echt. Als ob, ey. Weiter geht's hier. Ey, was ist das? Ist deine Taschenlampe kaputt oder warum muss er die ganze Zeit schütteln? Also meine ist heile. Ah ja, die Batterien sind ein bisschen locker gewesen, ne? Muss ich... Oh, kommt Mann, da jetzt ey. Rush? Einer will 100.000 Euro für alle Bilder ausgeben. Also das Angebot nehme ich mal an. Jetzt kommt Rush. Oh, Bro. Du hast recht. Diana, was geht? 200 Euro? Da gehe ich mit. Okay, wir bleiben im Schrank. Entspannt. Ich habe das gar nicht gehört. Ich hatte das im Gefühl, Mann. Ich weiß auch nicht, aber das war irgendwie so, jetzt müsste doch Rush eigentlich gleich mal um die Ecke tanzen. Aber ja. Oh mein Gott. Ey, Bro. Du hast mich jetzt schon mal gesaved. Gleich muss ich dein Leben retten. Wehe nicht. Ihr habt es alle gehört. Er will mich retten, Leute. Was komisch wäre, wenn ich zum Beispiel sowas sagen würde wie, Rush kommt doch nicht und wir dann weiterlaufen würden. Das darf ja natürlich nicht passieren. Das würde uns beiden noch nie passieren. Ey, dann, das wär der Overkill jetzt, ne? Das machen. Oh. Wir sind durch 17 gelaufen, wir müssen jetzt in 18 rein.
Okay, der hat mitgezählt, der Junge. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wir haben auch natürlich Zuschauer, ne? Also an Dennis und meine Zuschauer. Ihr müsst aufpassen, Freunde. Ihr müsst auf die Türen achten, auf die Türnummern. Also jetzt nicht nebenbei an PC oder Handy gehen, sondern immer schön in den Stream reinschauen. Ja. Ja, wobei, ich bin schon dafür, dass am PC und Handy die Streams parallel laufen, oder? Das ist eigentlich auch ganz nice. Das ist gut, dann kann das linke Auge auf dem PC, rechte Auge auf dem Handy schauen. Okay. Ihr müsst uns aber an einer Sache absprechen. Wenn einer stirbt, dann wird der Loot nicht aufgesammelt, bis die anderen beiden wieder da sind, okay? Ich sag's. Das machen wir nicht. Nein. Wer würde sowas machen? Nein, natürlich nicht. Wer würde sowas machen? Das würde ich. Ich zum Beispiel würde sowas niemals machen. Ich sag das nicht ohne Grund, Leute. Ich sag das nicht ohne Grund. Er ist nämlich ein kleiner Gauner, das weiß ich. Also zum Beispiel würde ich aber auch das Kruzifix festhalten, weil du hast ja das Bild gerade in der Hand gehabt, das hast du verloren. Also, wenn du gleich das Kruzifix hochhebst, lass es nicht fallen, okay? Okay, ich soll das Kruzifix nehmen, sagst du? Der Name, ich bin ein großer Fan von dir und Abaoka. Aber lass es nicht fallen. Hast du eigentlich einen Schlüssel? Nee. Ich auch nicht. Nein. Hier sind Vitamine, Bro. Nimm die Vitamine mit. Okay, warte. Ich warte, bis du den Schlüssel hast, damit ich gleich richtig durchziehen kann. Ach, hier ist der. Lol, der ist vor dem Kamin. Lol. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Dennos Nasenhaar ballert 2 Euro in den Stream. Was kommt da jetzt schon wieder? Bitte rasiere mich wieder. Ich sag da nichts zu, ne? Okay. Dennos Nasenhaar, bitte rasiere mich mal wieder. Was sagst du zu solchen Donuts, Brudi? Hast du ein Nasenhaar, was rausguckt? Ja. Nein, und jetzt lach. Mann, komm jetzt. Mach die Tür wieder auf. Ja, ich mach die Tür auf. Okay, wir lenken vom Thema ab. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt. Du bist zurück. Ich geh rein. Und rein. Ja, perfekt. Sehr gut. Hashtag Neil. Für alle, die nicht wissen, wie die Kerze funktioniert. Die Kerze leuchtet jetzt, wenn alles gut ist, und die geht aus, wenn ein Monster kommt. Da hätten wir gerade drauf achten müssen. Okay. Junge, ich dachte, ich habe da gerade was gesehen. Aber es war nur irgendwelche Knöpfe vom Schrank, ey. Puh. Okay. Wollen wir uns aufteilen? Bro. Ah, ich habe den Schalter. Ja. Ah, okay. Ey, ich hab durchgezogen. Ich habe Doors nachts im Wald gespielt. Das war richtig gruselig. Nachts im Wald? Ja. Hast du ein Video davon gemacht? Ich habe ein Video davon gemacht. Aber es ist auf einem anderen Kanal, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte einfach nur sagen, ich bin abgehärtet. Ich scheiß mich nicht mehr ein. Digi, du hast Doors nachts im Wald gezockt. Ja, hab ich. Das hab ich dir gar nicht erzählt, hab ich voll vergessen zu sagen. Warte. Du bist echt abends im Wald, Digga, und zockst das Game? Nachts. Das war pechschwarz dunkel und ich war im Wald und hab Doors gezockt. Ich war Kameramann. Ich hab's nicht gezockt, ich war Kameramann, aber ich war dabei. Wir kommen gut voran eigentlich, ne? Ja, doch. Ich denke auch. Lass mal ein bisschen noch hier Goldschmatz. Ich hab 250 jetzt. Perfekt. Ah, okay, dann loote ich jetzt. Dann fange ich jetzt an zu looten. Okay, hier ist aber nichts mehr zum Holen. Let's go. Oh, Jackpot. Direkt so ein großer Raum. Okay, dann kümmerst du dich um den Schlüssel? Ich check mal, ob hier die Lootcase ist. Dann würde ich dir die direkt mal auf... Ne, hier ist nur ein Schrank drin. Schade. Okay, aber da war auch... Oh, ich bin auch schon bei 90. Oh, no. Chat, welche Tür? 32 oder 31? Schreibt rein. Ich sehe beide Chats, auch bei Aberog, ne? Ich seh euch komplett. Welche Tür nehmen wir? Was meint ihr? Du gehst zu 31 und ihr nicht 32. Und dann gucken wir, welche Community eine Verräter-Community ist. Ob sie dich leiden sehen wollen oder nicht. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Los und... Nein. Scam! Scam! Ja! Nein! Ey, Mann! Ey. Oh mein Gott! Mann! Oh Mann! Mist, ey! Also, das war ja deine Idee auch, deswegen bin ich da ganz froh drüber. Ich bin selber schuld, Mist, ey! Leute, keine Verräter, aber beim nächsten Mal müsst ihr euch natürlich mal ein bisschen zusammenreißen, ne? Das ist wichtig alles hier. Alles gut, Jacqueline. Kuss geht raus. Mach mal Kerze. Oh, ja. Oh, oh. Ja, es kommt was. Guck mal hier zur Tür. Ihr sagt gleich schön Hallo. Okay, weg. Ich bin zu nervös. Wir wollen ja auch nicht draufgehen, ne? Wir wollen ja auch nicht draufgehen, Leute. Puh. Nee. 34, so. Wir müssen in 35 rein. Er hat schon wieder aufgepasst. Nice. Oh, smart. Echt jetzt?
Dann müssen wir jetzt ja in 36 rein. Echt? Echt jetzt? Zweimal hintereinander, Tew? Das hatte ich auch noch nicht. Sehr cool. Wieder Bilder? Ich nehme jetzt die Galaxie. Okay, Mann, okay. Wir machen so, Digga. Heute bist du mal der Bilderhändler. Also jetzt in diesem Fall. Such dir ein geiles Bild aus. Dreh das deiner Community. So, Freunde, wer will das Bild haben? Er mag nämlich das Galaxy-Bild auch am meisten, Leute. So ein Ding nämlich. Danny hat es vorhin fallen gelassen. Jetzt gehört es mir. So sieht's aus. Okay, Angebote im Chat. Wir nehmen Angebote im Chat gerne an. Oh, was ist das? Oh, oh. Bro, ich glaube, du solltest das Bild lieber liegen lassen, ne? Perfekt. Ja, ich lass fallen, Niemand will das... Oh, oh. Speech! Okay, niemand will das Bild klauen. Man sieht aber auch so... Hier rechts wäre theoretisch... Nee, nichts zum Looten. Wie viel Gold hast du? Ich habe 155. Bei welcher Tür sind wir eigentlich? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. 38 und komm schnell rein. Ich glaube, ja, Sieg. Danke, raus. Ja. Hier ist noch Gold, Bruder. Ja. Hier ist noch Gold. Ah, sorry. Ja, ich war gerade auf dem Flucht zum Schrank. Let's go. Ja, 165. Easy. Gleich später in Tür 49 gibt es ja auch oft Goldbarren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Oh, wusste ich gar nicht, Mann. Da bist du. Oh. Junge, wie schnell hast du die Schränke aufgemacht? Der Mega-Klicker, Alter. Leck mich fett. Wie machst du dir denn auf? Ich mach die mit ihr auf. Batterie, nice. Du bist ein cooler YouTuber. 205, aber easy. Okay, magst du. Das ist aber nur Sieg. Das ist nur Sieg. Vielen, vielen Dank für deine Dono. Abarok ist ein sehr, sehr feiner Kerl, Leute. Wir nennen uns manchmal auch, also in dem Fall will ich es mir auch angewöhnen, ihn mit Vornamen anzusprechen. Sören, Leute, da müsst ihr euch dran gewöhnen, ne? Weil wir YouTuber sind natürlich auch so ein bisschen eher die persönliche Schiene, als ob man mit seinen Kollegen zockt. So müsst ihr das ungefähr sehen. Also wundert euch nicht, wenn ich sage Sören, aber ich würde für heute bei Abarok bleiben, weil Denno ist relativ leicht abzuleiten und bei dir, glaube ich, vielleicht wissen die dann nicht, von wem ich rede oder so. Weißt du, ich meine? Ja, alles easy. Hier, da hast du übrigens noch eine normale Taschenlampe, hier war nämlich noch eine Batterie. Jo, alles gut. Ich bin full. Okay. Aber du kannst gerne noch die Räume hier mitnehmen. Ich habe übrigens komplett Geld jetzt voll. 300 Münzen habe ich jetzt. Aber ich habe den Schlüssel nicht gefunden. Hast du den? Immer noch nicht. Meistens ist der unten irgendwo in dem Regal. Na, in dem Fall hier auf jeden Fall nicht. Scam. Kennst du eigentlich das Glitzern? Weißt du, wie man den hört? Weißt du das nicht? Okay, dann musst du gleich, wenn du den Schlüssel findest, mal davor stehen bleiben und zuhören. Und so hörst du übrigens auch die Bücher in der Bibliothek. Die Bücher, das weiß ich, aber warte mal. Ist genau derselbe Sound. Ist genau derselbe Sound beim Schlüssel. Wusste ich gar nicht. Das ist natürlich interessant zu wissen. Ja. Warte mal, hier. Freunde, schreibt mal in den Chat. Hat denn jemand von uns übersehen? Schreibt das mal bei Danny in den Chat und bei mir. Hier ist noch eine Tür. Ja, da ist er. Ah, Mist, okay. Warte kurz. Mist. Tatsächlich, Leute. Tatsächlich, man kann ihn hören. Crazy. Ja. Und wenn du zum Beispiel einen Raum hast, wo zwei unterschiedliche Türen sind, die verschlossen sind, dann steht auf dem Schlüssel die Nummer drauf. So, ey, Danny, du hast gefurzt, glaube ich. Das lockt Sieg an. Siehst du das Feuer hier? Hätte ich gefurzt, würde jetzt hier alles explodieren. Dreh mal um, ist deine Hose braun? Okay, ist clean. Ich mach so eine Hose und mach hinten alles braun, wenn wir zocken beim nächsten Mal. Einfach so einen Fleck da rein. Dann kannst du dich drüber lustig. Ich hab schon so Tricks gesehen, das habe ich selber noch nie getestet. Manchmal bleiben hier Leute hinten stehen. Hast du das schon mal gesehen? Okay, ja, bleib stehen. Ich geh. Ich hoffe, dass ich nicht ufe. Let's go. Oh, Junge. Guck, Alter, da ist er. Du bist ja direkt dran. Du hast Bock auf Hard Challenge, ne? Ja, let's go. Okay, ganz locker. Es wird Zeit für Vitamine, oder? Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Links. Oh, brr. Links. Oh Gott. Okay, Leute, das Ding haben wir eigentlich ganz locker im Griff. Ganz, ganz locker im Griff. Easy going. Guck mal, wir sind jetzt schon bei Finger gleich. Alles entspannt. Alles easy. Hey, oh Bro, du stinkst. Tschüssi. Easy. Ey, krass. So. Okay, hier sind noch mal Batterien, aber die brauchst du wahrscheinlich nicht. Nee, ich hab ja halt diese grüne Taschenlampe. Meine Kerze ist aus. Lass direkt durchziehen, bei 49 passiert nichts. Jetzt ist sie wieder an. Sie ist wieder an. Komisch, okay. Mann. Warum in Raum 48? Ich glaube, das müssen wir nochmal untersuchen. Ich glaube wegen Sieg vielleicht. Oh, du hast gerade bei mir voll geleckt. Oh ja. Die Tür. Oh.
Es flackert nochmal kurz, aber alles entspannt. Jetzt schau mal hier, hier ist auch nochmal richtig viel Loot immer. Den Raum meinte ich. Oh, da. Tatsächlich, da waren Goldbarren, wie du es gesagt hast. Ja. Und manchmal sind hier an den Seiten, genau, manchmal sind hier auch noch richtige Schreibtische mit Schubladen. Und für die Leute, die das Geld dann immer noch nicht voll haben, für die absoluten Pros, ihr könnt nochmal in Tür 50 sind auch nochmal Tische versteckt, da müsst ihr mal drauf achten. Okay, okay, lass mich, also wir müssen jetzt einen Plan machen. Einer von uns geht linke Seite, einer rechte. Welche willst du haben? Der auf linke Seite geht, bringt den Plan mit. Also gehe ich links. Okay, dann gehe ich rechts. Hey, mein Bester, was geht? So, let's go, Freunde. Dann wollen wir mal. Da hinten ist Fabian. Fabian, ey. Das ist auch das Geilste, die ganze Aufnahme. Warte mal, hier ist noch ein Buch. Da auch. So, hier ist kein Buch. Machen wir Bücher-Race, Bro. Ich bin jetzt leise, Bro. Ich mach konzentriert. Okay, okay. Ganz konzentriert. Und er sagt zu mir, ich bin der Noob, ne? Ich sag's ja nur. Okay, ich hab den Plan. Und da ist der Dicke wieder. Mhm. Oh, Leute, ich musste euch ein bisschen auf Sneaky. Du hast ein Buch übersehen. Ich habe ein Buch übersehen? Ja, zwei Stück. Unten noch. Ja, da bin ich noch am Suchen. Da wäre ich noch lang gegangen. Ach, und zu mir sagt er, ich bin der Noob. Ja, ich gehe hier systematisch vor. Ich habe hier ein System entwickelt. Ausgereifter Profi. Mhm. Ich werde mir mal den Plan angucken. Feger kommt nach oben. Sag mal Bescheid, falls er runtergeht. Ja, okay. Ich schau. Du hast das ein Buch übersehen. Habt ihr das gesehen? Danny hat ein Buch übersehen. Oh mein Gott. Ich konnte das nicht mitnehmen. Feger war zu schnell unterwegs. Ja. Hast du den Plan? Er kommt. Ja, ich habe den Plan. Ich bin schon safe. Wie viele Bücher haben wir jetzt? Ich kann nicht zählen. Schreib mal in den Chat rein. 8 Stück, glaube ich, oder so. 7, 6, 8, 9, 12, 15. Einer schreibt 8 rein. Stimmt das? Warte, 3, 6. Ich glaube, wir haben wirklich 8. Okay, ich schau mal den Plan, Digga. Gib du gleich den Code ein. Kleinen Moment. So, Detektiv Danny jetzt. Abwarten. 3, 4, minus Pi, 6, 2, 4, 1, Pi, 3, 6, Pi, 5, 3, 9, 5, 3, 9, 8, 5, 3, 9, 8, 7, warte. Ich hab schon eingegeben. Junge, bist du geisteskrank? Ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich hab auch schon Schiss gekriegt, aber Digga. So, wie machen wir es? Willst du Kruzifix oder Skeleton Key haben? Ich nehme den Skeleton Key. Oh, ich habe da so das Gefühl, dass du den Kruzifix nehmen musst. Ich sag nichts weiteres. So. Okay. Ach, du spielst hier schon wieder auf irgendwas an. Jetzt zünd ich dich an, Junge. Ich zünd dich an. Jetzt bist du dran. Pass auf, ich zünd dich selber an, weil du ein Furzer bist. Ich nehme mir mal ein neues Feuerzeug mit. Ich glaube, das kann ich gut gebrauchen heute. Okay, mach das. Wie sieht's aus? Wollen wir noch Jeff ein paar Donuts da lassen oder was? Du, ich try nochmal das Feuerzeug. Nee, geht nicht mehr. Okay, dann lass ich nochmal 65 Münzen da. Für alle, die es nicht wissen, ihr müsst 100 Münzen an Jeff donaten und dann bekommt ihr in einem anderen Spiel Please Donate 9 Stand. Ist auch ein Achievement. Ja. Was? Hast du denn schon mal 100 Münzen donated? Ja, habe ich. Ich habe das Achievement auch bekommen, aber bei Please Donate Me kriegt man dann 9 Stand? Genau, da gibt es ja unterschiedliche Stände, die man hinstellen kann und da hast du dann diesen Jeff-Stand. Ich sag doch, der arbeitet im Roblox-Hauptquartier, Leute. Der arbeitet doch da. Der hat den blauen Haken nicht umsonst. Das ist ein Mitarbeiter. Ja. Das wissen die nicht. Das wissen die Leute nicht. Das habe ich dir doch gestern heimlich erzählt. So. Genauso heimlich wie... Der, was ist das eigentlich für ein langer Gang? Ich gehe dir einfach mal hinterher, ne? Ja. Psst. Oh, jo. Ich dachte... Hä? Ey, du hast, jetzt warst du das, ne? Weil Screech war jetzt gerade tatsächlich da, Digga. Ja? Ach, ich habe mich gerade so gemacht. Ich dachte direkt zwei. Okay. Doppel-Darkroom. Komisch. Okay, jetzt kommt er bei mir auch, okay. Warum? Noch ein Darkroom? Ich habe Angst, dass gleich Glitch oder Halt kommt. Oh nee. Doppel-Darkroom ist. Dreimal Darkroom ist nicht gut. Das ist krass. Oh mein Gott.
Gott sei Dank. Können wir Dietrich machen? Ja, safe. Wozu haben wir die Dinger überhaupt, ne? Eben. Ich mach das eben. Oder du. Okay. Oh, Flackerei. Aber meine Kerze leuchtet noch. Okay, wir gehen alles mal straight durch. Komm, komm. Junge, schon wieder. Haben die hier keinen Strom mehr? Also, oder was läuft hier? Ja, okay. Ey, aber wir sind gleich bei Tür 60. Okay, easy. Er kommt! Rush kommt! Ja? Stell dich an den Schrank, ich hab ihn gehört, 100% safe. Guck mal, ja, ich hab ihn auch gehört, aber meine Kerze leuchtet noch. Psst. Jetzt. Als ob ich den so früh gehört hab! Krass, ey, wir haben es geschafft. Respekt. Okay. Ich wäre weiter gelaufen. Ah, das wäre mir bekannt bevor gekommen. Oh no. Chat, ihr müsst wieder helfen. Wer hat drauf geachtet? Mist. 61 oder 62, ne? Oh nee, was machen wir denn jetzt? Oh, sind nein. Geringverdiener, deswegen haben die kein Licht in dem Hotel. Digga, was ist ihr wieder für ein Stussler? Also, ich sehe hier, die übereinstimmende Meinung im Chat ist 62. Bei mir treiben es tatsächlich auch ganz viele rein, 62. Okay, du hast ja weniger Leben, oder? Dann müsste ja, ich ganz, jetzt mal gucken. Ich habe schon Pflaster eingesammelt, also ist schon okay. Boah, Chat weise, sehr stark. So, okay, hier wieder gleich. Nee, doch nicht. Ey, ich verbrauche die Kerze vor Tür 100 schon, okay, weil. Ist, glaube ich, ein bisschen safe. Ich geh rechts. Passt. Okay. Schreibt mal bitte rein in den Chat, welches Monster wir heute basteln sollen. Ich bin persönlich für Ambush. Weiß nicht, was ist deine Präferenz so? Ja, klar, locker. Dann schaffen wir Tür 100 eher. Na, okay. Ich hab den Schalter. Alright, jetzt ich geh jetzt zurück. Screech, Abo-Monster. Das Abo-Monster. Was? Digga. Dafür braucht man keinen Kruzifix, das reicht, wenn man sich hinter Danny duckt. Ha, ha, ha. So, warte. Okay, hier ist die geheime Tür, aber die ist uns jetzt heute mal egal. Easy, okay. Kerze leuchtet noch. Jetzt kommt er wieder. Ich bleib hier stehen. Eck. Oh mein Gott. Puh. Ich provoziere das immer so bis zum letzten Moment, ne? Und manchmal denke ich mir, Alter, war das knapp. Rush, also danke. Ich würde sagen, wir machen das so. Wenn Holt kommt, baste ich ihn. Wenn Ambush kommt, baste ich ihn. Also einen von beiden. Der als erstes kommt. Wir machen jetzt erstmal hier den Raum auf. Oh ja, der Sound hört sich so sexy an, ey. Ist ja, so cool. Und der Effekt ist richtig nice. Dieser Staubeffekt. So, ey, jetzt, wir haben jetzt HP revived. Das ist natürlich entspannt. Ja, manchmal hängt hier ein Kruzifix. Muss man ein bisschen gucken. Kurz an über den Betten, da muss man ein bisschen aufpassen. Über Bett sagst du? Und also nee, wenn hier nee, in diesem Room was ist, dann muss man auch irgendwie auf die Betten schauen oder was? Ja, und hier teilweise liegen hier auch nochmal selber ein Totenkopfschlüssel. Ich habe hier sogar schon mal einen Totenkopfschlüssel gefunden. Okay, crazy. Aber sieht alles sauber aus. Okay. Danke dann übrigens an alle, die gerade rein abonnieren. Vielen Dank. Warum ist die Tür hier offen? Wer hat den Schrank davor gekippt, Chat? Wer war das aus dem Chat? Schreib. Wer hat den Schrank davor gemacht? Ihr Gauner. Es wart ihr. Safe. Okay. Ah ja, Rebecca Hoffmann. Hm. Hab ich gesehen. Ah ja. Oh. Wir sind gerade durch Tür 70 gelaufen. Jetzt müssen wir 71. Junge, was ist denn das hier? Gleich kommt Sieg. Aber ich hab ihn. Oh, Screech. Oh mein Gott. Aber ich hab das Gefühl, wir begegnen Halt in dieser Runde. Meinst du? Wir kriegen diese Runde das volle Programm, ja. Ich hab so ein richtig schlechtes Gewissen. Schlechtes Gefühl, also, nicht schlechtes Gewissen. Oh oh. So, ich warte hier auf dich, mein Mister. Jojojo, ich bin da. Guti. Jetzt wieder darauf. Willst du jetzt mal hinten stehen bleiben? Ganz kurz erstmal, wollen wir die Vitamine hier überhaupt benutzen oder wollen wir die in dem Gewächshaus nehmen? Was denkst du, macht mehr Sinn? Ich habe die Vitamine noch nie in dem Gewächshaus benutzt. Können wir gerne tryen. Ich weiß nicht, man könnte halt damit einfacher in eine Falle laufen, ne? Wahrscheinlich, ja, oder?
Hm. Mir ist das egal. Also, ich kann das, diesen Run hier auch ohne Vitamine schaffen. Hast du denn das Gewächs auch schon mal mit Vitamine gemacht? Ja, aber ich bin halt in eine Falle gelaufen, war dann tot. War nicht so schlau. Okay, dann lass uns die lieber hier benutzen. Weil okay. Wir gehen auf Nummer sicher. Wenn du da hinten stehen bleiben willst, kannst du das machen. Warte. Okay, geh rein. Ich leuchte mit der Spektrallampe an, Leute. Ich mach ihn blind direkt. Danke an LP Insight. Ich will ja mal nicht so sein. Ey, mit ihm habe ich auch vor ein paar Tagen geschrieben. Dankeschön. Du hast mir gut geholfen. Danke, LP Insight. Guck, Digga, wie cool! Oha! Was machst du denn da? Hast du es gesehen? Oh mein Gott! Okay, geradeaus, glaube ich. Digga, ich habe mich verlaufen. Ich wäre fast gestorben. Oh, mach nicht diesen, Bro. Nein, ich lebe noch. Rechts! Alter, was ist das denn für ein Gang? Okay, geradeaus. Oh, Junge, du bist ja so am Durchziehen. Let's go. Tabletten gehen rein. Das reicht mir. Hast du noch? Wettrennen. Achso, ich habe jetzt einfach eine gesnackt. Ich habe noch eine übrig. Ich jetzt gar nicht mehr. Aber das ist kein Problem, weil ich sage dir, wie es ist. Ich werde hier. Eine drinne sein. Hier werde ich jetzt eine finden. Genau so. Siehst du? Jackpot. Easy going, Alter. Easy going. Nice. So. Let's go. 81. Ich sag immer so, ab 80 wird das Spiel hart und ab 90 will das Spiel einen richtig umbringen. Ganz kurz deine Meinung auch mal zu einem Phänomen. Das hier an der Wand, was glaubst du ist das? Elpi, danke für 2 Euro, ne? Ich kann's dir nicht sagen, es ist nicht Figger. Figger hat ja keine Krallen, oder? Ich glaube auch nicht. Nicht vernachlässigst, fühlst das ist vielleicht was aus Chapter 2, Floor 2. Vielleicht sehen wir das gleich. Mal sehen. Wenn wir in Floor 2 sind. Okay, ich dachte, ich habe was gesehen, aber alles entspannt. Ja, ich weiß auch nicht, also diese, man sagt ja irgendwie, ne, das könnte ein neues, neues Monster sein jetzt oder kommt so. Es kommt ein Monster, meine Kerze ist aus. Jo, der ist ja richtig um die Ecke gesneakt. Jo, ich wollte ein bisschen eher rein und das war dann gerade noch richtig. Ach, Gottes Willen, ey. Der Run läuft irgendwie komisch, aber ganz gut, oder? 84. Ja. Tür, bei so, ey. Okay, ich hab ein Lockpick. Passt. Deswegen müssen wir jetzt in 85 rein. Mhm. LP Insight nochmal mit 5 Euro Kuss. Danke, Kuss geht raus. Digga, das ist die Liebe der Community, ne? Finde ich deine auch gut, Community Digga. Ist so herzlich. Danke. 86. nehmen wir mal mit. Ja. Let's go. Oh, Flackerei. Als ob der... Ist es Ambush vielleicht? Kann sein. Bist du? Da kommt definitiv was. Ah ne, Kerze ist wieder an. Meine Kerze ist gleich, ich hab gleich keine Kerzenkraft mehr, sag ich mal. Ja, okay, lass uns durch. Ich bin... Nein! Halt! Wo ist er? Ich hab das Kruzifix! Ich bring dich in die Hölle, du verdammter Hund! Ich bring dich in die Hölle! Wo ist er? Okay, geht schnell zu Danny rüber, dann seht ihr... Oh mein Gott, pass down. Halt! Ab in die Hölle mit dir, du verdammtes Kriech! Yes! Das war das erste Mal! Ja! Bam! Wichtig! Hat mein Leben gerettet. Bin mal wieder. Ey, Digi! Danke, by the way, für 20 Euro, Neil. Vielen, vielen Dank. Das war gerade ein sehr geiler Moment. Heiliger! Okay, krass. Und du hast es gecallt, Bro. Du hast es gesagt, dass er kommt. Ja, ey, diese Runde ist sass. Also, ich sag's dir. Du warst doch locker im Roblox-Headquarter und hast gesagt, ey, wir brauchen heute eine richtig geile DOS-Runde im Stream. Hier war ich unterwegs. Mhm. So, ey, wir sind bei Tür 89. Jetzt will uns das Spiel umbringen. Das flackert, oh mein Gott. Eis kommt hier halt echt oft, ne? Oder? Ja. Aber Kerze sagt, ich brenne. Meine Kerze ist gleich aus. Ich gehe rechte Seite dann, okay? Okay, ich präferiere die linke Seite dann. Let's go. Hast Aber einer von uns wird durchkommen. Hast du noch genug Taschen? Nein, Digga, wir kommen beide durch. Ich schwöre es dir. Kerze ist aus. Die ist einfach nur komplett leer, okay. Bleiben stehen. Vor dir sind noch Schränke. Ja, ich gehe da hinten zu dem Kopf. Okay, Schrank. Vorsicht, hier war was. Oh, oh.
LP, danke für 2 Euro. Bruder, ich muss mich konzentrieren. Merkst du auch gerade. Okay, lass uns. Wir gehen weiter. Let's go. Hier ist eine Falle bei mir links. Wieder. Von mir aus geht's weiter. Du kannst auch hier nach vorne kommen. Hier ist noch ein Schrank frei. Ey, Sieg nervt mich so heftig gerade. Ich mach kurz den Game-Sound sehr laut. Er kommt! Er kommt! Ich hör was. Oh mein Gott. Okay, weiter, komm. Wir sprinten direkt durch. Direkt durch, komm. Ja, let's go. Nein! Oh, Mist, Falle. Ich warte. Taschenlampe? Okay, ja. Let's go. Wo bist du? Dahin. Vorne direkt, wir nehmen die beiden Schränke hier. Warte mal kurz. Lass mal kurz chillen hier. Machen wir. Hörst du was? Nee, ne? Derzeit nicht. Okay, dann lass mal weiter. Ich chill hier am Schrank. Squeech ist im Schrank, oder? Kein Ambush. Mach mal Tür auf. Aber ich geh nicht rein, ne? Jetzt kommt er. Ich hör was. Okay. Ich bin jetzt schon im Schrank. Ich hoffe nicht, dass ich durch... Alles gut. Okay, let's go. Jetzt weiter, okay. Jetzt kommt er nicht so schnell. Ja, safe. Jetzt können wir direkt noch eine durchrennen. Lass durchrennen. Wo bist du? Pass auf, in der Mitte ist eine Falle. Okay. Ich höre was, glaube ich. Sei mal leise. Ich habe Tür aufgemacht. Ah, warte. Ah, Squeech ist bei mir, deswegen. Ich höre was. Er kommt. Rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus. Okay. So, wir können eigentlich die Easy Door jetzt wieder mitnehmen, ne? Ja, let's go. Rein dann, ne? Ja. Wo bist du? Lass rein! Oh nein! Mach die Tür auf! Schrank? Nein, mach die Tür auf! Richtig, dann kommt er nicht mehr. Nice, Mann! Wir sind direkt Stage 100! Oh, Junge! High five darauf! Ich bin durch. Alles gut. Der kommt nicht mehr. Wenn die 99. Okay. Tür offen ist, sind wir safe. Wir können ja noch reingehen. Jetzt ist ja noch nichts. Wir können auch reingehen. Jetzt passiert ja noch nichts. Okay, ja, dann lass einfach machen, Digga. Wir können ja noch... Bis wir den Schalter umlegen, passiert nichts. So, warte mal. Bleib mal hier stehen. Siehst du den Raum da ganz hinten geradeaus? Da hinten ganz geradeaus ist ein Raum. Ja. Da renne ich immer am liebsten als allererstes rein. Wenn das für dich ist, okay ist, würde ich das machen, weil so mache ich das fast immer. Okay, das heißt, willst du sonst hier stehen bleiben? Soll ich... Nee. Ich okay. Ich hab das Finale ehrlich gesagt ein oder zweimal erst mit anderen Leuten gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das richtig abläuft. Warte, ich mach erstmal das Ding hier jetzt lockpicken, hier auf. Ne? Ja. Hast du den Erfolg schon bekommen, das Teil hier beim ersten Versuch zu knacken? Ja, habe ich schon. Okay, dann würde ich das heute tatsächlich auch mal probieren. Ja, viel Glück. Ist auch jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil bei Level 3 ist das so, dass einer bei Fragezeichen ist. Dann wird eine Nummer nicht genannt. Da muss der Chat aufmerksam sein und dir schreiben, welches die fehlende Nummer ist, die aktiviert werden muss. Okay, das ist gut zu wissen. Alright. Okay, aber okay. Aber ist nur okay. Bei Nummer 3. Mhm. Also, welchen Raum willst du gleich nehmen? Ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus hier wie du. Ich war hier erst einmal richtig am Suchen. Ich zeig das mal. Hier in der Mitte links ist ein Raum. Siehst du den so ein bisschen? Jo. Da ist was. Und komm mal wieder mit. Dann hier um die Ecke rum. Also mach ich dann praktisch hier vorne und du machst hinten. Ich will sicher sein, dass wir über dasselbe reden. Hier ist auch nochmal ein Raum. Ja, die beiden nehme ich dann. Und du machst die anderen beiden. Passt. Ja, wir können das dann ja nochmal absprechen. In welchem Raum willst du als erstes rennen? Ich würde jetzt gleich hier durchrennen und dann hier links in den Schrank reingehen und dann... Oder warte, ich glaube, das nicht... Geh in den Schrank rein. Du kannst direkt in den Raum reingehen, geh dann bis zum Ende in den Raum und geh dann in Hocke. Wir rennen wenn wir stehen. Gut zu wissen. Alright. Aber wir rennen beide und wenn du in dem Raum drinne bist, dann geh in Hocke. Geh nicht in den Schrank, weil wenn du dich in den Schrank versteckst, dann kommt Figger auch und dann musst du das Minigame machen. Mhm, alles klar, Digga. Dann machen wir das Ding jetzt auf, oder? Ja, mach. Die Taschenlampe muss
in den Riss rein. Alles andere ist mir egal. Danach kann ich draufgehen, aber diese Taschenlampe bringe ich da schön wieder zurück. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Let's go. Ah, dann wollen wir mal, Leute. Dann wollen wir mal. Das ist intens. Let's go. Ist spannend. Okay. So, ich habe unterwegs schon einen gesehen. Ich muss jetzt leider leise sein, damit ich die Dinger höre. Also, wir konzentrieren uns jetzt beide, okay? Wir reden nur noch das Nötigste. Ich glaube, das ist schon angemessen, oder? Jo. Hast du ihn gesehen? Ja, er kommt jetzt langsam wieder Richtung Schalterraum. Ich sehe mehrere Schalter außen. Oh mein Gott, hat er mich gerade verfolgt? Tatsächlich, Chat. Ich bringe die Lampe jetzt kurz runter in den Riss. Das ist das Allerwichtigste für mich. Danach komme ich wieder. Okay. Leute, da ist sie. Wir haben die Lampe zurückgebracht. So wichtig. Unser Glücksbringer. Yes. Okay, der Ficker läuft rum. Okay. Ficker läuft auf der linken Seite rum. Er dreht sich wieder um. Okay, er ist in der Nähe von dem Raum. Okay, ja, egal. Ich höre ihn. Ich gehe jetzt. Okay, warte. Nee. Gehst du weiter nach. Sag mir nur immer, ob du hinten oder vorne bist. Hinten ist bei dir, vorne ist der Room, den ich übernehmen sollte. Bist du hinten? Er kommt nach hinten zu dir. Nein. Ich gehe zu. Wenn du quasi in Tür 100 reinkommst, ne, gehe ich ja zu dem Raum rechts rein. Da will ich hinlaufen. Let's go. Nein! Mist! Nein! Nein. Danny, let's go, du musst das Ding rocken. Nein! Er ist tot, Leute. Aber auch. Nein. Ich hasse Ficker. Mann. Wo ist das letzte Ding? Ich weiß nicht, wo es sein soll. Oh Gott, ich bin so geliefert, Mann. Nein, du machst das Ding. Du machst das Ding. Let's go, Freunde. Let's go. Er bewegt sich nicht. Oh, ich seh mich gerade kopflos. Was machst du da, Bro? Du bist in einer Dimension, glaube ich. Abdancen. Pass auf, Finger auf. Okay, warte. Ganz locker. Wir lassen ihn erstmal vorbeigehen. Wir müssen gucken. Oh, Digga, das fühlt sich nicht gut an gerade. Du schaffst das. Dieser Schmutzfuß, ey. Was hat er dich auch noch erwischt, Mann? Der ist so unberechenbar manchmal. Der ist umgedreht. Ich dachte, der läuft weiter. Manchmal dreht er um. Ich weiß, wo das letzte Ding ist. Da oben, safe, oder? Locker oben. Warst du schon in den Raum, wenn du in Tür 100 reinkommst, direkt rechts, der kleine Raum? Weil da leuchtet ganz viel. Ich glaube, da ist was. Und wie viele Dinger fehlen uns noch? Wie viele Schalter? Eins. Ein einziges. Eins nur noch? Okay, dann geh lieber mal safe oben suchen. Da ist es! Oh, Jackpot. Yes! Let's go! Okay. Digga, first try, Leute. Wir müssen das Ding jetzt first try durchbuttern. Aber ganz locker. Das schaffst du, Bro. Let's go. Ich sag dir vorher noch was. Der kommt gleich aus der Tür hinter dir raus. Mhm. Aus der Tür kommt er raus. Mhm. So. Das war's erstmal. Der Druck ist jetzt erstmal ganz kurz weg, Leute. Das Schwierigste ist geschafft. Dass wir es jetzt nicht mehr schaffen, ist komplett unwahrscheinlich. Aber wir wollen den First Try Mode hier natürlich noch reinbekommen. Wir gucken. Also. Let's go. 1, 3 aktiv. 1, 3, 4. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2, 5. 1, 3, 4, 2, 5 aktiv. Passt. Erster durch. 8, 4, 8, 4, 3, 8, 4, 3, 5,
84356. 84356. 84356. Oh nein, zählt das jetzt als Versuch? Das wäre richtig lost. Oh nö, ich muss schnell genug sein. Das wusste ich nicht, Chat. Das wusste ich nicht. Ist egal, wir gehen für den Win. Wir wollen aber auch rächen. 359 aktiv, 359, 3594. 359 47, 359, nein, 947 und irgendein 86, 861, 861, die 2 muss auch aktiv. Nein, die 2 nicht aktiv. 193. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, ja, ja. 2. Die 2 muss noch. Ja, verdammt. Okay, jetzt einfach durch. Das schaffst du. Einmal nach oben. Leute, wir haben die Taschenlampe für ihn weggebracht. Jetzt machen wir das. Oh. Yes. Wir sind durch. Ja. Geschafft. Für Aberok. Let's go. Wir haben es geschafft. Also du, aber trotzdem Teamwork. Let's go. Das ist Teamarbeit gewesen. Du hast ungelogen 6 oder 7 Teile eingesammelt, während ich der Feigling war und meine Taschenlampe weggebracht habe. Muss man auch sagen. Du hast richtig gut reingebuttert, Digga. So, Leute, jetzt haben wir uns doch ein Spiel zurechtgelegt. Das ist ein Doors 2 Game. Es geht also da weiter ab der Tür 100. Da wir die jetzt ja als Team erreicht haben, Gott sei Dank, können wir uns jetzt mal angucken, was danach kommt. Es wird richtig nice. Wir müssen eigentlich auch jetzt nicht viel machen. Einfach hier in diese Zelle rein, in diesen Fahrstuhl. Und da geht's jetzt nämlich weiter, Leute. Let's go. Bist du bereit? Wie bereit bist du? Ich bin bereit. Ich bin voll bereit, Junge. Jetzt will ich durchziehen, weil gerade bin ich am Ende gestorben. Das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was für Monster kommen. Ne? Wir werden vielleicht Probleme bekommen. Müssen mal schauen. Jetzt sind wir mit dem Fahrstuhl nämlich auf dem Weg nach unten. Eben, wo wir... Oh, und anscheinend wachen wir auf. Hä? Ist das Wasser? Was geht denn hier ab? Okay. Man kann sich Sachen kaufen oder was? Kruzifix. Einfach mal gönnen. Gucken, was passiert. Safe. Ich nehme auch mit. 790 Mobax. Oh, Junge. Ja, Leute, was soll ich machen? Für euch. Ja, komm, let's go. Ihr Gauner, ey. Dafür müsst ihr jetzt aber alle ein Like da lassen. Let's go. Kruzifix ist dabei, Bruder. Hast auch eins? Du musst doch mal eins haben, glaube ich, oder? Ah, oh. Warte. Ich habe nur den Shop bestätigt. Oh, gut, dass du das nochmal sagst. Aha, okay. Okay, brauchen wir noch Lichter oder so? Vitamine, glaube ich nicht, aber Lichter vielleicht. Guck mal, was die Kerze kostet. Ich sag, 100 Robux bin ich dabei. 75. Nehmen wir mit. Komm. Permanent Starter-Kruzifix. Wir kaufen mir auch für 90 Robux. Hä? Was ist denn der Starter-Kruzifix? Starter-Kruzifix weiß ich nicht. Aber die Kerze ist auf jeden Fall ganz nice, Mann. Ja, du hast ja schon eine. Let's go. Okay, dann lass uns mal gucken, was hier so erwartet. Okay, so sieht das siehst du das? Aus? Tür 010. Es geht tatsächlich weiter, Leute. Geisteskrank. Oh mein Gott. Okay. Müssen wir auch Tür 1000 laufen? Let's go. Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht bis 200. Ich glaube, es geht bis 200. Ich bin der Meinung, ja. Okay. Rein mit dir. Let's go. Hä? Wie hat die Tür sich denn bitte gerade geöffnet? Ganz anders von. Also hier ist doch die Klinke. Hä? Hey, lol, dass dir sowas auffällt, stimmt. Hä, wie dumm ist das denn? Naja, ich probiere mal. Was? Vielleicht war das jetzt irgendwie. Was ist das denn hier? Los. Ey, aber du kannst auch nicht in die Hocke gehen, ne? Nee, tatsächlich nicht. Gut zu wissen. So. Hier ist eine Kiste. Oh, die kannst du hochnehmen. Ja, und dann? Kiste, du backst ja richtig. Du backst ja richtig im Boden fest. Was ist das denn, ey? Aber man kann auch nicht springen, lol. Hier ist irgendwie ein Also, Freunde, das ist jetzt Doors 2. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Mit der Tür-Sound, als hätte ich die gerade eingetreten, Mann. Aber dass dir das mit der Türklinke auffällt. Wem ist das auch aufgefallen? Also mir nicht.
Ich hab, ich, also das ganze Game ist der ein bisschen sass alles. Ich nehme das Kruzifix in die Hand. Ich habe Angst. Okay. Bist du Türeninstallateur? Also, ich habe schon viele Türen gesehen, sagen wir so in Doors. Oh, oh. Let's go. Wir gucken nach hinten, oder? Du hast das eine, ich habe das andere. Den anderen Typ. Hinter uns. Er ist tot. Der wird weggerippt. Wo ist dein Kruzifix, Bro? Gott. Alter. Let's go. Ich habe eins rausgehauen. Siehst du das? Leute, wir haben das erste Monster in Doors 2 direkt ruiniert. Abok hat ihn so hops genommen. Junge, wo schickst du den hin, Alter? Für den geht's ja direkt in die Hölle runter. Ja, Doors 3, Junge. Let's go. Oh, wow. Mein Gott. Also der Bre, ne? Dem geht's jetzt nicht mehr so gut. Und das nach der fünften Tür. Willst du mich hops nehmen? Hast du das gehört, das Monster? Weil du hast gesagt, Kruzifix rausholen. Digi, hast du... Können wir die Monster alle hops nehmen mit dem Kruzifix? Du hast ja wieder eins. Oder ist das dein zweites? Ich hatte ja zwei geholt. Ich habe das hellbraune jetzt auch eingesetzt. Oh, verdammt, Alter. Crazy. Also wir wissen nicht, ob die hier permanent sind. Gut. Let's go. Gut. Gut also, zu wissen, ach, dass du... Halt. Ja, den Raum kennen wir. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir können ja... Oh, oh, jetzt kannst du es testen. Oh mein Gott. Evan, hast du ihn genommen? Nein, der ist an uns vorbeigeflogen. Können wir jetzt jedes Monster basten, weil ich habe mein Kruzifix noch. Ey, tatsächlich, Leute, kein Ding. Er geht dir... Oh Gott. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Ja. Egal. Nochmal. What? Was passiert aus hier, Leute? Was das geht denn hier ab? Das ist ein da mussten jetzt alle einen Screenshot von machen. Das sieht ja ultra heftig aus. Muss aufgehen, Bar. Ja, danke, dass du dabei warst. Also. Alter. Also, ich bin. Also, ja, ich bin mit in der Hölle. Bin weg. Was? Oh mein Gott! Jetzt kommt auch ein Jumpscare bei mir. Du bist gestorben. Wiederbeleben. Hä? Wiederbeleben. 10. Du scheinst 10 Robots zurückgelassen zu haben. Du bist für Lurk gestorben. Ja, ich belebe mich auch wieder, wenn das kommt. Lurk laut hinter dem Ort, an dem die Spieler vor langer Zeit ihre Eltern waren. Ah, okay. Gute deutsche Übersetzung. Was? Ich bin schon wieder tot. Versuche Bro, wir sind stuck in der Animation, hä? Also, ich belebe mich nochmal wieder. Geister töten uns. Was ist das? Hä? Was ist das auch für eine Übersetzung? Die ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Was machen wir denn da jetzt? Nochmal, also... Ich warte jetzt erstmal auf dich. Ich warte jetzt erstmal auf dich. Ich glaube, wir müssen beide leben. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass einer zurückgelassen wurde. Warte, boah, warte. Ich bin mir nicht so sicher, ne? Aber, Digga, wir haben hier so viele Monster schon gekreuzigt, Alter. Wollen wir es mal. Wollen wir einfach durch die Mitte straight durch? Oder weil ich bin immer die Treppen hochgegangen. Und du? Ja, Mitte. Auf drei. Bist durch die Mitte und gestorben? Ja. Auf drei. Oh. Eins, zwei, drei. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. You died to who is known as Oblivion. So. Ja, da habe ich ein bisschen mehr Glück. Ich habe, glaube ich, 500.000 Robux oder so. Auf No Flex. Okay. Ja. Entschuldigung, wusste nicht, dass ich mit angehenden Robux-Millionär hier spreche. Let's go. Okay, vorsichtig rüber. Aber ich bin auch Obby-Meister. Ich will jetzt tatsächlich erstmal gucken. Was bist du, ein Obby-Meister, Digga? Mist, ey. Okay, also ich warte mal hier oben auf dich. Also ich gucke jetzt mal gerade hier runter, Leute. Seht ihr das Loch? Gottlos. Gottlos. Nein, please not, Digga. Lass einfach diesen gottlosen Raum verlassen, ey. Nervt auch. Ey. Easy. Ey. Ich glaube, wir schaffen das First Try, weil wir können uns endlos reinkaufen. Und oh, Junge. Dieses richtig krasse Item. Was ist das? Das ist 110. Das ist. Nee, Tür 100. Oh mein Gott, gleich kommt so ein Level wie die Bücherei vielleicht. Ja, lass rein. Tür 108 anscheinend, ne? Eine Falltür. Das ist crazy. Hi, habe ich was verpasst? Wir haben bisher Doors 1 gespielt. Jetzt sind wir in Doors 2 am Anfang.
Du kannst dir den Stream im Nachhinein gerne nochmal anschauen. Wenn du den Anfang nochmal sehen willst. Wenn es wieder leuchtet, darfst du nicht über die Bretter. Danke für den Tipp, Maximus. Kuss, Kuss. Oh, Junge. Was geht hier ab? Was ist denn das, ey? Wir sind hier doch locker in der Kirche. Locker. Ey, hier, Denomir. Ich werde gerade auf die Gamescom angesprochen, ob ich mich daran noch erinnere. Ich war da und das war einfach ultra heftig. Ich werde es nie vergessen. Warst du da auch schon mal? Ich tatsächlich noch nicht. Aber das musst du noch machen, oder? Ey, die Danny-Community, die muss mal eins in den Chat bei ihnen reinschreiben, wenn sie will, dass er auf die Gamescom geht. Digga, Chat. Macht jetzt den ganzen Chat kaputt, weil er eins sagt. Okay, schreibt rein. Ihr dürft. Macht den Chat kaputt jetzt. Oh. Den übernehme ich, Bro. Den okay. übernehme ich. Komm her, du Dulli. Oh, ab in die Hölle yes. mit dir. Das sieht so heftig aus, Mann. Aber lass weitergehen, oder? Ja, ja. Oh, hier gehen Treppen nach oben. Sehr, sehr interessant. Hey, aber das Spiel ist echt gut gemacht. Ich muss auch sagen, also dafür, dass das Fanmade ist, Digga, Respekt. Ja, ist richtig nice. Oh, was ist hier denn los? Hörst du das? Hey, wir haben auch keine Lampen. Zeit! Hörst du das? Oh ja, nein. Oh, oh. Es wird grau. Was für ein cooler Effekt. Ist die Zeit stehen geblieben? Ey, gleich bleibt die Zeit stehen. Stell dir das mal vor. Ich glaube, wir You have died to chime. Ich bin jetzt gestorben. Ich glaube, man darf sich nicht bewegen, wenn es grau wird. Oh, lol, dann habe ich Glück gehabt. Sowas wie Red Light, Green Light von Squid Game. You tried to exit the room before the clock stopped chiming. Ja. Wir müssen warten. Wir müssen warten. Die Warte, wir dürfen rausgehen, wenn es grau ist. Echt? Oder was? Könnte sein, könnte sein. Wir müssen noch mal testen. Bist du wieder back im Game? Ja, bist du. Wir mal warten, was passiert. Es wird nicht grau, ne? Also bei mir einer schreibt bei mir in den Chat, dass das Stranger Things Musik ist. Hast du die Serie geguckt? Ich habe sie nicht gesehen. Ich höre gar keine Musik. Ja, ich auch nicht, aber wohl von vorhin. Also ich kann auf jeden Fall gerade nichts machen. Wenn Stranger Things Musik ist, dann haben wir ein Problem, ja, weil dann gibt's Copyright. Ich geh rein, let's go. Ich geh rein, let's go. Okay. Boah, wer ist er? Wer ist er? Junge! Junge! Was ist das denn für ein Viech? Das ist A60. Doch. Alles klar, Mann. Doch, das ist der. Der geht auf jeden Fall jetzt mal direkt runter in den Boden. Machst du da bequem, Bro. Ja, das passiert mit den Leuten, by the way, die nicht abonniert haben auf dem Kanal Denome und Abaok. Genau das Let's passiert go. Mit den Leuten. Die gehen runter in die Erde. Mhm. Anna, willkommen im Stream. Ey. Ja, ich würde sagen, wollen wir mal ein bisschen Tempo anziehen, dass wir erstmal gucken, was so bei 125 ist. Let's go. Ja, wir kennen jetzt auch viele Räume. Die Räume, die wir kennen, können wir ja durchwaschen und die wir nicht kennen, bleiben wir stehen. Oh oh. Oh mein Gott, jetzt gerade gesagt, ne? Oh oh, wer ist er? Bin ich tot oder nicht? Ich mach grad nichts, ich beweg mich nicht. Hast du auch so ein Monstergesicht vor dir? Ich hab mich nicht bewegt, nee. Ich hab mich einfach nicht bewegt. Das Monster ist wieder weg. Ich hatte gerade ein Monster vorm Gesicht hängen. Was ist das denn, ey? Ey, das Kruzifix ist aber echt OP. Wir wären bestimmt schon 20 Mal gestorben, ey. Ey, nee, also dass der aber auch teilweise alle 3-4 Levels halt irgend so ein Typ kommt, ne? Das ist echt sehr wild. Das ist krass. Aber du bist ja gut, du hast Tür 100 auch gerade geschafft. Oh, was kommt? Nein! Sieg-Sequenz! Ja. Was ist das denn für einer? Können wir den mit Kruzifix basteln? Willst du es testen oder ich? Harald. Mach du, hau du raus. Let's go, wo bist du? Geht nicht, bin tot. Das war Stalk. Leute, Stalk. Wie ist bei dir so? Wollen wir bis 150 machen oder willst du komplett durchziehen? Lass erstmal bis 150. 150 okay, ist, glaube ich, gut. Let's go. Ey, das Spiel ist intens. Edgar, einer nennt ihn Edgar. Ist auch ein cooler Name. Lass ihn Harald Edgar nennen. Ich hab den übelst. Sind wir gerade falscher Weg? Oder? Ich hab so einen Wackeleffekt. Ja, ich auch. Zeitlupe.
Ich glaube, wir sind gerade 118 gelaufen. Ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen... Also wir sind falsche Richtung gelaufen, glaube ich. Okay, okay, okay. Let's go. Safe. 118 waren wir gerade. Ist das hier die Tür? Ist das hier 119? Mhm. Ja, jetzt laufen wir in die richtige Richtung. Okay. Mhm. Rüdiger, schreibt einer rein. Jetzt kommen sie alle mit den Namen. Harald, Edgar, Rüdiger. Roblox-Gruppe, Jamie Ryan, kannst du einfach entspannt beitreten. Jaywin, haut dir die mal ganz kurz in den Chat rein, okay? Boah, was ist das für ein Geräusch? Da kommt was, ne? Da steht er. Oh mein Gott, der ist verbuggt, Digga. Edgar. Du bist down. Ja, er ist verbuggt. Wir kommen nicht mehr weiter, das war's. Tja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video zu Roblox DOS. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Like da, wenn ja. Und danke fürs Zusehen. Checkt natürlich gerne nochmal Aberorg aus. Und ja, wir sehen uns. Kuss, Kuss. Denno out.